Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Van harte welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Heracles TV. Helaas geen resultaat mee weten te nemen uit de Johan Cruijff Arena. Wel mooie beelden voorbij zien komen. Ga ik het over hebben met trainer Frank Wormoed. Frank, welkom. We're going to do it in English, like the last time, and you will answer me in German. First of all, Frank, a game against Ajax. People beforehand would have said pretty impossible to get a result there. How do you cope with that to your players? Ich sage immer, nicht nur im Spaß, wenn wir keine Chance haben, dann haben wir die Chance, weil keiner von uns etwas erwartet. Die Spieler können frei Fußball spielen und das haben wir auch so vorbereitet. Wir haben nicht über die Bedeutung des Spiels gesprochen, sondern die Bedeutung der drei Punkte. Und die Spieler wurden dann entsprechend auch vorbereitet mit einem klaren Matchplan. Ja, yeah. Taking us through the match, the first half was pretty good, right? Until the 1-0, let's put it that way. Ja, ja, vom Resultat her und auch von den Möglichkeiten, die wir Ajax zugelassen haben und die wir selbst kreiert haben, fand ich das Spiel gut, wobei wir nach dem 1-0 einen kleinen Hänger hatten. Und ich habe dann gehofft, dass wir in der zweiten Halbzeit wieder da anschließen können, wo wir die erste Halbzeit angefangen haben, aber das geht halt auch nicht so einfach gegen Ajax. Ja. You played with Jakubiak instead of Mauro, why was that? Ganz einfach, wir haben uns überlegt in der Beobachtung, dass wir auswärts gegen Ajax einen defensiveren Mann haben wollen. Das war Jakubiak, der hat auch im Freundschaftsspiel gegen Vitesse sehr gut gespielt. Kostete leider den Platz für Mauro, musste er akzeptieren. Aber wir haben auch gesagt, dann haben wir zumindest auch auf der Bank eine Waffe mit Osman und Mauro und konnten dann in der zweiten Halbzeit, hätten auch können, in der zweiten Halbzeit noch mehr Substanz reinbringen. Da war das Ergebnis aber schon sehr negativ vom Matchplan her. Of course, you already mentioned it, Mo Osman. He made his, he entered the game for the first time since a very long time. Yep. Are you pleased with that, that he's back? Absolut zufrieden. Man hat deutlich gesehen, als Mo reinkam, hatten wir eine bessere Ballkontrolle. Und ich meine, ich liebe diesen Spieler, weil er super Fußball spielt. Und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Was fehlt, ist natürlich die Fitness und die Intensität der Läufe. Deswegen müssen wir ihn langsam aufbauen. Er wird auch jetzt gegen Addo nicht 90 Minuten spielen können, sondern wir werden langsam aufbauen, weil er ist ein wichtiger Spieler für uns. Is it difficult for you because the midfield at this moment of time is actually pretty good? Then you have to try to fit him in. Ja, man muss dann wirklich überlegen, ob wir, wenn wir alle spielen lassen wollen, die sehr gut sind, ob wir nicht dann auch eine Systemveränderung spielen müssen, um alle reinzubringen oder ob wir daran halten, was wir bisher gemacht haben. Und daran arbeiten wir gerade im geistigen Moment. Ja, yeah. To conclude, Frank, overall, pretty pleased about the game against Ajax or is it just the result was not good, so nothing positive to get out of it? Ich an der Stelle sage ich immer wieder, das Ergebnis ist manchmal gar nicht für mich so persönlich entscheidend, sondern die Leistung, die abgerufen wird und wie wir den Matchplan auf den Platz rüberbringen. Und so bin ich unabhängig des Ergebnisses mal nicht sehr zufrieden gewesen, insbesondere ab der 20. Minute, weil wir haben so einen Slogan, halt den Ball so lange wie möglich in eigenen Reihen. Hm? Johann Cruyff hat das gesagt. Ja, wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Das war ein Matchplan, Punkt.
Und den haben wir in der ersten Halbzeit nicht eingehalten und in der zweiten auch nicht. Wir haben zu schnell den finalen Pass gesucht. Und dann hat der Gegner den Ball. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann heißt Ajax, dann müssen wir ständig rennen und dann fehlen uns auch Kräfte am Ende. Deswegen war ich da nicht zufrieden. Mit Abstand betrachtet, ja, ist okay. Aber das war ja auch nur ein Bonbonspiel, sage ich immer. But you thought that it was more possible then? Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass hier was möglich ist. Der Gegner hatte Respekt vor uns. Wir haben auch in den ersten 10, 15 Minuten gezeigt, dass wir auch Chancen kreieren können. Und auch das Anlaufen hat der Gegner große Schwierigkeiten gehabt. Wir sind volles Risiko gegangen, das ganze Zeit volles Risiko gegangen. Ja. Aber wir haben dann nicht mehr die Kraft gehabt am Ende, um das Spiel durchzuziehen. Makes sense. Heel wat anders dan. Vorige week, Autopraat, een leuk item gehad met Cyriel Dessers. Deze week is het weer tijd, hij is weer terug. De quiz, ditmaal met Mats Knoester en Reuven Niemeyer. Noem zoveel mogelijk groene groentes. Broccoli. Paprika. Sla. Courgette. Komkommer. Oh, lekker hoor. Noem de 10 duurste uitgaande transfers van de Eredivisie tot nu toe. Tempo, jongen. Schiet op. Is moeilijk, hè? Matthijs de Ligt. Memphis Depay. Frenkie de Jong. Net binnen tijd, net. 3. Noem de 10 meest bezochte vakantielanden. Spanje. Italië. Curaçao. Aruba. Turkije. Portugal. Italië. Die had ik al mee. Echt? Ja, is je? Ja, ja. Oh, die had je als eerst, of niet? Ja. Noem de 10 beroemdste schilders aller tijden. Schilders? Oh, die van... Kom aan. John van Zweden? Van Gogh. Oh, schilders, zo. Ga door, jongen. Picasso. Of is dat geen schilder? Ja, een schilder, toch? Noem 10 spelers in de Eredivisie met Duitse nationaliteit. Lennart Sjogora. Kimi Tjokli. Maximilian Rosman. Unista. Ze waren wel weer allemaal goed. Het is wel lekker dat je ze in je team hebt zitten, weet je. Ja. Wij wensen het volgende team absoluut geen succes. Ja, een keurige score voor Mats Knoester en Reuven Niemeyer. Frank, going one step back to Ajax one more time. The thing is now with Ajax in the Eredivisie, in the Dutch competition, they're leading, they're very dominant at this moment of time. Do you think this is a problem? Like you maybe get the Bayern Munich scenario of 4 years ago. Also für den niederländischen Fußball ist es toll, so eine Mannschaft zu haben, vor allen Dingen in der Champions League. Für uns selbst, wenn es immer so wäre, wäre es nicht gut. Aber wir sehen schon, AZ ist am Kommen. PSV wird kommen, also da gibt es wieder diesen Drei- oder Vier-Kampf. Deswegen aktuell ist nur eine Phase. Ja, okay. Last week I spoke with Cyriel Dessers in the car. He told me that Ten Hag and Wormuth, both of you, are pretty comparable, both of the German school. Are there principles in the current play of Ajax which you recognize of being your own as well? Nimm ich als Kompliment an. Danke, Cyriel. Also der Fußball insgesamt ist ja immer gleich. Es ist nur die Ausführung der einzelnen Bausteine im Fußball, Kontermannschaften, Spielaufbaumannschaften. Wenn ich jetzt so ganz spontan vergleiche, dann sind natürlich Ajax bedeutend bessere Spieler. Wir aber als Mannschaft können viel kompensieren. Unser Gegenpressing finde ich intensiver als das von Ajax, weil die es nicht nötig haben. Deren Spiel, Ballkombination ist bedeutend besser wie unser. Also es nimmt sich jetzt nicht viel. Sie haben einfach eine bessere Qualität und wir kompensieren das durch die Mannschaft. Yeah, of course, lots of Ajax players also playing on international level with their countries. Yeah. But here as well, at Heracles, 7 international ones. Does that make you proud as a manager? Ja, stolz, ja, aber es sind ja nicht alle nur durch uns jetzt entstanden, sondern die waren ja auch vorher schon dabei. Ich glaube, Mo Osman wäre doch der 8. Nationalspieler, den wir hier sozusagen zum Nationalspieler gemacht haben. Aber es ist immer die Qualität der Spieler, die dazu führt, dass sie eingeladen werden. Wir packen die Jungs nur mit ihren Stärken in unsere Mannschaftsgefüge ein. Ja, how would you compare the current squad to the one of last year? Kann ich kurz sagen, letztes Jahr hatten wir 3 sehr gute Stürmer, die Tore gemacht haben, aber die nach hinten nicht so viel gearbeitet haben. Das haben wir akzeptiert. Hat man im Torverhältnis gesehen, viel geschossen, viel bekommen.
Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen mehr als gesamte Mannschaft arbeiten. Das macht die Mannschaft gut. Deswegen ist das Torverhältnis in der Größe weniger geworden. Also weniger Tore geschossen, aber auch weniger bekommen. Aber dieses Verhältnis gefällt mir besser als im letzten Jahr. You prefer this squad over the one of last year because it's more complete? Also wenn du weniger Tore reinbekommst, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Ja. Yeah. Almost halfway there during the season. We spoke to you before. After 10 matches, you would like to say how you rate the current season. But for now, 8th position. Do you think that's fair? Eine Tabelle lügt ja nicht. Wobei ja. Man muss natürlich schauen, dass hätten wir gegen Waldwijk gewonnen, wären wir Vierter. Würden wir jetzt verlieren gegen Ado, sind wir vielleicht Zwölfter. Also die Spanne zwischen 4 und 12 ist extrem eng. Deswegen kann man jetzt noch nicht viel sagen. Aber ich denke, dass wir genau dahin gehören, wo wir jetzt sind. Ja, you're zufrieden. Zufrieden, ja. Sehr gut. Frank, the game against Ado of this weekend. So far Ado hasn't had the best season, 17th place. Do we have to be careful for the same scenarios against RKC? Also RKC hat uns ja gezeigt, dass wir nur mit maximaler Leistung eine Mannschaft schlagen können. Und ich denke, mit dieser Erfahrung werden wir auch gegen Ado spielen, weil Ado steht zwar auf dem zweitletzten Platz, ist aber auch nicht stärker oder schwächer als wir. Das muss den Spielern klar sein. Und da hilft uns RKC, denke ich, bei der Einstellung. Because what was the problem against RKC? Ich glaube nicht, dass wir den Gegner unterschätzt haben. Ich glaube, dass wir uns überschätzt haben. Wenn man gewinnt, gute Spiele abliefert, dann entsteht auch etwas, ich will nicht sagen abheben, aber die Spieler waren zu überzeugt von sich. Und ich habe sie wieder auf den Boden zurückgebracht, habe ihnen erklärt, so einfach ist Leben auch nicht. Und das wird uns gegen Ado helfen. But how do you make sure that against Ado not the same thing is happening as against RKC? Insbesondere nach dem Spiel gegen Ajax werde ich den Spielern auch zeigen, wo wir noch Luft nach oben haben. Yeah, makes sense. Frank, it's your second season here in Almelo. I think you're having a good time over here. People are also very glad with you. People are wondering why you're not going for another season here at Heracles. Ist noch kein Thema gewesen. Darüber redeten wir auch gar nicht, weil es ist noch so weit hin. Ich lebe im Hier und Jetzt und schaue, was ich jetzt mit der Mannschaft machen kann. Und alles andere wird dann der Verein schon irgendwann in Wege leiten. Ja. Yeah. Very good. To conclude the game against Ado, what do you expect of Ado danach? Wir wollen natürlich wieder den Zuschauern etwas bieten. Das ist klar, das ist unser Anspruch. Und natürlich auch gewinnen. Das Problem ist immer der Gegner. Lässt er es zu oder nein? Aber ich glaube, dass wir eine gute Einstellung bringen werden, weil wir, wie gesagt, RKC als Erfahrung haben, jetzt Ajax verloren haben. Es ist ein Must-Win-Game. Und yeah, da werde ich die Spieler darauf einstellen. Some very bad news, considering the game against Ado. News about Nafaya Backboard. What can you tell about that? Das ist keine schöne Geschichte. Er hat sich schwer verletzt im Spiel der Nationalmannschaft in Frankreich. Und meines Wissens nach ist es ein Kreuzbandriss, der natürlich dann 8 bis 12 Monate dauert. The entire season. Das ist schlimm für den Jungen, weil er toll im Flow war, hat super dazugelernt, aber auch schlimm für die Mannschaft. Ich weiß aber auch, dass wir mit Tim Breukers einen Spieler haben, der das auch alles kompensieren kann. Ja, yeah. Sad news, but looking forward then still to the game against Ado. Yeah. Frank, thank you as always. Good luck this Saturday in the game against Ado Den Haag. Aankomende zaterdag dus hier op RV Asito. Volgende week zijn we ook gewoon weer terug. Dan gaan we het ook weer hebben over deze wedstrijd. Een nieuwe uitzending van Heracles TV. Heel graag, tot dan. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Asito.